Heute machen wir Tschupafze. Für den Teig benötigen wir ein Mixer, Eigelb, Eiweiß, Öl, Mehl, Zucker, Milch, Backpulver, Vanillezucker und ein Blech. Als erstes gebe ich das Eigelb in den Mixer. Dann kommt der Zucker hinzu. Und das verrühren wir dann einmal. Dann kommt das Eigelb rein. Dann kommt das Mehl. Und der Vanillezucker hinein. Und nach Milch. Dann kommt das Backpulver. Und eine halbe Tasse Öl. Wenn das Ganze schön durchgemixt ist, geben wir das in ein Blech. Das geben wir jetzt bei 200 Grad Ober- und Unterhitze 25 Minuten in den Backofen. Für die Füllung benötigen wir Zucker, Schokolade, Butter, Milch, Kokosraspeln und einen Topf. Wenn wir den Kuchen aus dem Backofen genommen haben, legen wir ihn zur Seite, damit er ein bisschen abkühlen kann. In den Topf geben wir 400 Gramm Schokolade. Die Butter. Milch. Und 10 Esslöffel Zucker. Damit gehen wir dann einmal zum Herd, um es zu schmelzen. Wenn wir die Schokolade dann geschmolzen haben, müsste es so aussehen. Dann schneide ich meinen Kuchen in kleine Stücke. Holen dann vorsichtig die Stücke raus, tauchen sie in Schokolade
und gebe sie dann in Kokos rein. Das wiederholen wir mit jeder. Und fertig ist unser Kuchen. Ich wünsche euch einen guten Appetit.